Also das Übungsszenario ist für uns gar nicht arg viel anders wie unser normales Umfeld, außer dass es heute deutlich höher ist. Wir haben ja schon den Fernsehturm in Stuttgart. Hier üben wir heute, wenn die Mitarbeiter der EMBW oder auch den Fremdfirmen sich nicht selber retten können. Im Notfall, wie können wir unterstützen oder wie können wir vielleicht sogar medizinisch versorgen? Also die Mitarbeiter der Höhenrettung sind alle ausgebildete mindestens Rettungssanitäter. Mehrere sind Assistenten oder Notfallsanitäter. Das heißt, wir können zusätzlich die Mitarbeiter oben von der EMBW oder den Fremdfirmen versorgen und dann retten. Die normale Rettung wird wahrscheinlich durch die Fremdfirmen selber passieren. Wenn jemand noch im Hängesitz sitzen kann, dann wird es oft so sein, dass sie sich selber retten könnten. Wenn wir dann kommen, wird es oft so sein, dass wir die Krankentrage brauchen, dann wird es ein bisschen komplizierter. Diese Anlage haben aber so viel Platz, dass es für uns kein Problem wäre.